meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme dieses Video schon zum zweiten Mal auf, darf die Szenen alle nochmal neu aufnehmen. Einfach. Ich habe beim Video aufnehmen das falsche Mikro eingestellt, hatte da den ganzen Ton über die Webcam hier. Hat sich angehört wie scheiße und will das dementsprechend nicht hochladen. Deswegen gehen wir in ein neues Video. Ich hoffe, er performt weiterhin so gut. Ich kann euch schon mal sagen, wir haben mit ihm nicht 20 Spiele gemacht, aber es waren so 3-4 und davon hat er mal ein Tor geschossen. Die erste Szene war direkt ein Tor. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ist eine gute Karte. Wir haben hier mit Witzel eine SBC bekommen, die für 110.000 ungefähr abschließbar ist. Und sehr starke Werte, also auf den ersten Blick. Mittel Workrates vielleicht nicht so geil, aber als Sechser, wenn man ihm sagt, er soll hinten bleiben, absolut, absolut stark. Mit Forster auf beiden Seiten ist das auch vollkommen in Ordnung und diese Werte sind einfach brutal. Die Schwäche, die er hat, ist natürlich das Tempo. Ganz klar. Deswegen müssen wir ihm da auf jeden Fall einen Shadow mitgeben, um einfach das Tempo möglichst hoch zu pushen. Mit 93er Antritt und 94er Sprintgeschwindigkeit ist das dann doch deutlich besser als mit dem, was er jetzt hat. Er hat aber im Schusswert absolut krasse Werte. Dann kann man auch auf der 8 spielen. Absolut stark. Dafür ist er für die 8 meiner Meinung nach eben nicht gemacht, wegen diesen Mittel-Work-Rates. Finde ich nicht so geil. Aber wir haben sonst noch einen Passenwert von 92. 99 kurzer Pass, 92 langer Pass. Ach du Scheiße. Übersicht von 91. Ich will keinen Ball sehen, der nicht ankommt. Ganz ehrlich, sage ich euch ganz ehrlich. Dribbling, eine Beweglichkeit von 91, eine Balance von 86. Sagt erstmal, dass es ein krass wendiger Typ ist. Ist er aber nicht. Durch seine Größe, durch seinen Bodytype ist es natürlich eher so semi-geil mit ihm zu spielen. Sage ich euch, wie es ist. Aber es ist auch nicht sein Job, mega flink und flexibel zu sein wie ein Philipp Lahm auf der 6er Position. Dafür hat er andere Stärken. Und zwar nämlich zum Beispiel in der Verteidigung. Alter, in der Verteidigung passt. Also mit dem Shadow geht alles auf 99. Außer die defensive Awareness. Nur auf 98. Holy shit, was ein Schmutz. Er hat Kopfballpräzision. Er hat generell eine gute Sprungkraft mit 91. Dazu die Größe. Er haut dir die Kopfbälle hinten raus. Ist scheißegal, was da kommt. Stärke von 95, Ausdauer von 90, Aggressivität von 87. Also super defensive und physische Werte, auch im Passspiel mega geil. Dribblingwerte vollkommen in Ordnung. Gerade die Reaktion mit 95 und die Ruhe mit 98 merkt man auf dem Platz. Kann ich euch jetzt schon sagen. Eigenschaften hat er keine wirklich. Und wir gehen rein in die Weekend League. So, rein dribblingtechnisch. Klar, er hat 96 oder was war es? Irgendwas über 90 mit der Beweglichkeit. Das merkt man auf jeden Fall ihm an und das ist auch vollkommen ausreichend für diese Position. Und das war richtig dumm von mir, den Ball so herzuschenken und jetzt wird mich Ronaldo dafür bestrafen. Ja, gut dazwischen gestellt, aber den Ball dann halt nicht erobert. Schade, aber halt auch ein harter Pass, deswegen ist es noch verschmerzbar. Super dazwischen gegangen, super die Lücke da gesehen und die Lücke eben zugemacht. Super dazwischen gestellt, den Ball von Mbappé ganz locker abgenommen. Da kommt jetzt auch nicht mehr hinterher. Schöner Pass, kam leider nicht, also kam an, aber konnte leider nicht verarbeitet werden. Da steht da jetzt Müller im Weg und sorgt dafür, dass Gegner nochmal eine Chance hat. Was ist denn los mit ihm? Super, da dazwischen gegangen, den Ball abgefangen, war mega wichtig. Super, da Suarez weggerotzt, ganz locker den Ball erobert und den Anschuss halb unterbunden. Oh ja, Kopfbälle sind nicht schlecht und da rettet der Mann am Pfosten. Oh Mann, das wäre sein Tor gewesen. Im Nachkopfball, Nachschuss mit Kopf, wie auch immer. Das hätte es eigentlich sein müssen. Wurzeln aber nicht. Stattdessen kriegen wir fast das Gegentor. Wie lächerlich ist dieses Spiel manchmal einfach. Alter, wie oft soll er den Ball noch gewinnen? Ja, danke, EA. So. Also, teilweise meine Phrase. Aber diese Pässe sind schön, die kommen an. Die sind platziert und Frimpong läuft damit ins Außer. Belastend.
super da dazwischen gegangen und auch dran geblieben. Da haben wir diesen Pace-Mangel gar nicht wirklich bemerkt gerade. Also er fühlt sich so im Spiel an wie so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt in der Mannschaft. Wie so ein, ja, wie ein Kimmich einfach. Er ist halt da, er ist eigentlich immer anspielbar. Und ja, verteilt die Bälle gut, ist defensiv stark, ist natürlich nicht der Schnellste, aber er macht das hier super. Und ja, dann haben wir da einfach so einen Ankerpunkt, an dem wir uns orientieren können, von dem aus wir die ganzen Spiele, Bälle spielen können. Gut abgelaufen da den Gegner und den Ball da mitgenommen. Ja, dieser, was war das gerade? Es hat sich ganz, ganz komisch angefühlt, als wäre irgendwas, als wäre es irgendwie laggy, aber irgendwie gleichzeitig war auch eher so behäbig. Ich habe noch nicht so wirklich, irgendwie irgendwas stimmt gerade nicht. So, wir haben einige Spiele mit ihm gemacht. Sollen wir noch eins? Komm, eins geht noch. Den muss er haben, das sind so Bälle. Da fehlt ihm halt dieses Pace und den hätte er theoretisch auch irgendwie haben können. Also manchmal hat er so Aussetzer drin einfach, wo ich denke, komm Junge, den kannst du haben, den Ball. Auch dir hier wieder, dieser Ausfallschritt. Damit war er jetzt komplett aus dem Spiel genommen, durch so einen komischen Ausfallschritt. Also seine Animationen manchmal sind wirklich, wirklich merkwürdig. Hier war er jetzt dafür wieder hervorragend gut. Hier auch wieder dieser komische Ausfallschritt. Ich weiß nicht, ob es am Gegner liegt oder ob er einfach, ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Jetzt bei diesem Gegner fällt es mir vor allem extrem auf. Okay, der Gegner quillt, glaube ich. 2-0, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwas gesagt habe. Aber der Gegner gequittet. 7,3. Gott, ich habe ein komplettes Blackout. Habe ich was gesagt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir gewonnen. Und gehen jetzt mal ins Fazit. Ich nehme jetzt 46 Minuten. Ich gehe ins Fazit. Let's go. So. Wir haben, glaube ich, 4 Spiele gemacht oder sowas. Und ich finde, die Karte ist okay. Ist nicht mega krass. Ist okay. Ist okay, trifft es eigentlich ganz gut. Er ist von den Werten her defensiv absolutes Biest und auch von der Physis und auch von seinem Passen, auch von seinem Dribbling alles hervorragend. Auch sein Schuss kann ganz gut sein. Was mich an dieser Karte aber wirklich gestört hat, war das Tempo. Ich hatte oft so das Gefühl, er kommt immer diesen einen Schritt zu spät. Ihm fehlt so dieser eine Schritt, den Ball dann abzufangen. Ja, er ist groß. Er kann durch seine langen Beine diesen einen Schritt eventuell mal ausgleichen. Aber ich hatte gerade jetzt im letzten Spiel immer wieder so das Gefühl, den musst du doch haben, nimm ihn doch einfach. Und irgendwie kam dieser Ball halt irgendwie immer durch. Und halt auch teilweise ganz komische Animationen. Das kann am Spiel liegen, das kann jetzt an der Karte liegen, aber ich glaube, es liegt eher am Spiel. Das war nämlich nur in diesem Spiel wirklich so ganz komisch. Mid- und Middle-Workrates sind offensichtlich. Er schaltet sich nicht nach vorne mit ein, wenn man es ihm nicht sagt. Er schaltet sich defensiv dafür ganz gut ein, beziehungsweise ist auch defensiv gut präsent, gut da, auch im Spielaufbau, gut beteiligt, macht gut mit, ist gut, immer anspielbar, läuft sich frei. Aber er ist einfach eher so ein Knotenpunkt im Spiel. Jetzt keiner, der ein Spiel entscheidet, sondern einfach so ein Knotenpunkt trifft eigentlich. Ja, und das war's. Ich würde sagen, wir sehen uns im anderen Video. Tschüss.